Susi, fangen wir gleich mit dir an. Dein erster Fan-Tag, wie ist der Eindruck? Oh, ich finde, wir könnten das öfter machen. Ja. Macht Spaß. Ja. Und vor allem ist es schön, mal alle Fans zu sehen, nicht? Weil wir kriegen die ja beim Fernsehen nicht so wirklich mit. Nee, überhaupt nicht. Es ist immer leer vor uns bei der Tür da. Also ihr wisst ja jetzt, wo wir sind. Super. Dann gehe ich mal weiter zum Moritz. Ja. Moritz, so als Hauptpaar, da hat man ja am meisten zu drehen, am meisten Text, die längsten Tage. Und du machst es ja in diesem Dreiergespann. Es gibt ja meistens ein Dreiergespann. Machst du es ja schon in der zweiten Saison. Wie hältst du dich da fit? Also, es ist wirklich so, in diesen 2 Jahren habe ich, glaube ich, 5 Kilo Muskelmasse verloren und 5 Kilo andere Masse angesetzt, weil man kommt nicht zum Trainieren. Ich schwöre es euch. Außer Flo. Flo ist der Obertrainer, der kommt wirklich zum Trainieren. Was ich mache, es ist so, dass ich Text lernenderweise an der Isar, das ist der Fluss, der hier durch München fließt, hoch und runter laufe nachts, setze mir meine Stirnlampe auf. Echt, du hast eine Stirnlampe? Ich habe eine Stirnlampe. Oh, wow. Und so laufe ich dann da die Isar hoch und runter und lerne Text. Das ist meine Bewegung jeden Tag. Aber du weißt jetzt eh, dass du nicht mehr Text lernen kannst, da stehen jetzt vielleicht ein paar weibliche Fans. Und sehen den, da kommt er mit dem Licht am Kopf. Das muss okay, eine andere Route nehmen. Das ist schlau, das ist echt schlau. Ja, also ich laufe auch immer so eigentlich an der Hochleite lang. Also so von der Haarleite. Oh, da bist du gerade im Bett, schau. Oder ist aber irgendwas Schlimmes passiert. Ja, das ist die Folge von morgen. Okay, also du läufst durch München und lernst. Ich laufe durch München und lerne meinen Text sogar. Und wie spät ist das? So ab 8, ab 9, ab halb 9. Also das wissen wir. Dank dir. Melanie, du bist dran. Du spielst einen Musical-Star, bist ja auch Privatmusical-Darstellerin, aber ich habe auch gelesen, du bist auch Dozentin für Rollenunterricht an der Folkwang-Universität. Was kann man sich denn darunter vorstellen unter Rollenunterricht? Also ich bin ja Schauspielerin in erster Linie und unterrichte das bei den Musical-Studenten an der Folkwang-Universität. Und das ist so, die müssen Texte lernen, Szenen aus irgendwelchen Stücken. Und dann erarbeiten wir das. Und das ist sehr spaßig, macht sehr viel Freude, denen ein bisschen was von der Erfahrung, die man jetzt selber schon gesammelt hat, mit auf den Weg geben zu können. Und momentan kann ich das leider nicht tun. Vermisse das auch etwas, aber da wir hier so viel Spaß und so viel zu tun haben beim Sturm, gibt es dafür gerade kein Zeitfenster. Super. Und macht es dir Spaß, auch im Fernsehen zu singen? Ja, natürlich. Jetzt kommen immer wieder die Fragen, warum kann denn Natascha nur 3, 4, 5 Songs singen? Warum ist das so? Sie kann wirklich nicht mehr.